Hallo. Wieder mal zum Gespräch mit Deisiko Klaus Brandt und mit mir. Heute in einem kleinen, wunderschönen Café mit im Hintergrund sieht man einen Haufen Bücher und so Malereien und so. Es ist ganz sehr pittoresk alles und sehr fein. Deswegen kann es sein, dass im Hintergrund mal ein Geräusch kommt, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich denke, einleitend zum Thema, es geht um Kinderunterricht, speziell zum Thema Wing Chun. Wenn mich Eltern anrufen und fragen nach Unterricht, dann können die das nicht, die fragen dann nach Selbstverteidigung. Ja. Wir beleuchten aber das erstmal in dem Bild Wing Chun und das Selbstverteidigungsthema, das nehmen wir uns später nochmal vor, weil da müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Okay, also Kinderunterricht, Wing Chun, warum geht das nicht oder wie ist die Meinung? Man hat ja da unterschiedliche Angebote und deswegen, Sifu Klaus Brandt, was meinst du zum Thema Wing Chun, Unterricht für Kinder? Das ist ein sehr heikles Thema und ich bin froh, dass wir das auch da hier in dem Rahmen besprechen können, denn das Thema brennt uns schon auf der Seele seit, ich denke, geraumer Zeit, ich sag mal knapp 10 Jahren. Wir hatten vor, ich würde sagen, 20 Jahren angefangen mit Kinderunterricht. Ich selbst habe in der Woche mehrmals Kindergruppen unterrichtet, damals auch immer pro Unterrichtsstunde so 40, 50 Kinder ungefähr auch im Durchlauf gehabt und die mit mehreren Ausbildern, die man ja beim Kinderunterricht wirklich dringend benötigt, dann auch ausgebildet und trainiert. Und für mich ist es so, dass ich mit dem Kinderunterricht, ich habe damals wirklich viel entworfen, Tigers und einen extra Trainingsplan, der Plan der Erwachsenen bis zum 8. Schülergrad, aber aus dem ganzen Niveau raus, aus dem Chisun nur Anwendungsmöglichkeiten für Kinder, dass die sich natürlich auch ein bisschen trainiert fühlen, dass sie sich bewegen. Das war, ein sehr guter Plan und viel Arbeit. Und habe dann Bewegungsmuster aus den Sektionen herausgeholt, dass die Kinder nicht die Sektionen lernen müssen, weil das ist bei Kindern einfach ein Faktor, der sehr, sehr schwer ist. Was du ja schon gesagt hast mit dem Training, was für Kinder natürlich top ist, Judo, man rauft rum, man hat beim Karate Disziplin, Training, ich nenne es mal Disziplin, Training, beim Wing Chun hat man das halt nicht. Beim Wing Chun muss das, die Sache Disziplin schon vorhanden sein, also das Thema Disziplin muss schon von Haus aus abgefertigt sein, dass ein Kind überhaupt beim Wing Chun Unterricht teilnehmen kann. Das heißt, der Lehrer kann nicht noch disziplinierte oder militärische Abläufe hier reinbauen. Und im Laufe der Zeit ist mir halt jetzt so passiert, ich sage mal, in 20 Jahren war es sehr, sehr selten so, dass die Eltern erstmal wussten, was ihr Kind überhaupt macht. Und ich würde sogar sagen, dass über 90% aller Eltern noch nicht mal wussten, wie Wing Chun geschrieben wird, also was ihr Kind überhaupt macht. Die konnten noch nicht mal das eine Wort der Kunst auswendig irgendwo hinschreiben. Weder wurden noch sich mal die Webseite angeschaut. Ich war für jeden 20 Jahre so gut wie jederzeit telefonisch erreichbar, hat keiner genutzt. Das heißt, im Prinzip haben die Lehrer, wurden die Kinder bei Lehrern abgestellt. Die Eltern haben ihre Kinder abgestellt, weil sie einkaufen mussten oder sonst irgendwas. Also im Prinzip kann ich sagen, Kindertraining beim Wing Chun ist darum genutzt worden, dass man mal schnell einkaufen gehen kann. Deswegen haben viele auch das auf den Samstagvormittag gelegt. Praktischerweise, weil dann kann man mal beruhigte 2,5 Stunden in den Supermarkt gehen oder ins Einkaufszentrum. Ganz kurz nochmal, dieses spezielle Trainingsprogramm, was du entwickelt hast, da haben wir uns vorher noch gar nicht unterhalten gehabt, dass ich mir sofort wieder ich habe das dann im Abendunterricht, einfach bei den Erwachsenen unterrichtet. Sehr praktisch. Das war der Hammer, weil das war so kurz und knackig. Das war richtig, also hätte wahrscheinlich auch Kindern Spaß gemacht, wenn wir wenn wir die Eltern dazu gehabt hätten. Ja. Ich habe auch Kinderunterricht gemacht, bei mir ist es an den an verschiedenen Faktoren gescheitert. Ich glaube, ich kann schon mal verraten, dass wir der Meinung sind, dass es für Kinder das Wing Chun keinen Sinn hat. So viel kann ich vor
vorab schon mal verraten. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe sind die Eltern. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen. Die Eltern, die sich nicht die Mühe machen, zu hinterfragen, wo ihr Kind da eigentlich hingeht, das hat mich also teilweise wirklich, wo ich gedacht habe, da ist viel Vertrauen da. Ja. Wo ich immer Eltern eingeladen habe, wenn ich Kinderunterricht gemacht habe, und gesagt, schauen Sie sich doch mal an, was wir da machen. Es könnte ja sein, dass irgendwas Unerwünschtes da gemacht wird. Die wenigsten haben das genutzt. Ein paar. Ich habe auch super Telefonate gehabt mit Eltern. Ich werde immer noch angerufen, obwohl ich schon seit Jahren keinen Kinderunterricht mehr anbiete, werde ich angerufen und man fragt mich nach Selbstverteidigungsunterricht für Kinder. Ich habe vielleicht in meiner ganzen Laufbahn 2-3 Telefonate gehabt, wo ich den Eindruck hatte, dass der Elternteil, der mich da am Telefon hat, auch verstanden hat, wenn ich gesagt habe, schicken Sie Ihr Kind ins Judo oder ins Karate. Ich finde, Judo und Karate sind die besten Individual-Kampfsportarten, gut, Kampfsportarten sind immer individuell, die individuellen Sportarten für Kinder. Auf der einen Seite lernen sie im Judo spielerisch mit verschiedenen Koordinationsmöglichkeiten, koordinativ hoch anspruchsvolle Sachen. Und es ist halt auch ein Raufen dabei. Beim Karate nicht so in die Richtung, aber dafür hat man im Karate halt eine fast schon militärische Disziplin, das natürlich oft auch von den Eltern so erwünscht wird. Wir können das nicht bieten. Wir gerade beim Thema Disziplin hatten wir vorhin, wir haben das, können das gar nicht bieten. Ja, der Vorteil an Karate und Judo ist ja, dass es nicht um Selbstverteidigung geht. Das heißt, das Kind hat ein Koordinationstraining, ein kampfähnliches Verhalten, ein bisschen nach Film und Movie geht oder mit Karate, man bewegt sich so, wie man es aus dem Filmchen kennt. Beim Judo das Raufen, das heißt, es ist erstmal von der Selbstverteidigung weg. Oder wenn man das als Selbstverteidigung nutzen würde, kann ja auch nichts passieren. Das sage ich mal so. Mhm. Also, wenn man das nutzen würde, jetzt Judo, rauf mal ein bisschen, das ist okay. Ja? Wenn man das ein bisschen besser kann auf dem Schulhof, dann hat das bestimmt keinen Schaden. Und der Nachteil bei Wing Chun ist, dass die Intellektualität gefordert ist in Bezug auf wirkliche Selbstverteidigung. Und ein Kind will nicht nur Funktion, Logik, sondern ein Kind will erstmal einfach nur Spaß. Und jetzt müssen wir noch das Kind definieren. Alter, wenn wir von Kindern hier reden, was wir jetzt heute meinen, das sind Kinder bis 12, maximal 13 Jahre. Das war immer unsere Grenze, bei der wir sagten, Kinder können schon ins Erwachsenentraining mit 13, unter Umständen sogar mit 12. Boah, so das ist so ein Größenproblem. Man kann das Kind natürlich prüfen, kurz checken, ist es in der Lage oder warten wir noch ein Jahr, was gar nichts Negatives übriges ist. Ne? Also Eltern hatten das teilweise als negativ empfunden. Wenn ein Kind am Anfang ein bisschen langsamer wächst, dann wächst es am Ende schneller oder es ist ein bisschen reifer, das nächste wird später reif, aber dafür viel intelligenter. Also das hat nichts zu sagen, wenn ein Kind noch ein bisschen warten muss. Eher wirklich zum Vorteil, dass das Kind wirklich auch keinen Schaden nimmt, indem es dann wirklich das Kleinste, das Schwächste ist, muss auch nicht sein. Also es soll schon angepasst sein und in die Gruppe wirklich reinpassen, dass dann auch ein gutes Empfinden entsteht und das Kind nichts Negatives aus dem Training mitnimmt. Also wir meinen bei der Definition Kind unterhalb 12 definitiv. Und für die Kinder unterhalb 12 ist Training im Prinzip, wenn es um Wing Chun geht, das kann nicht wirklich sein. Also es geht um, wenn es um Wing Chun geht oder wenn Wing Chun angeboten wird, ist das Wort Wing Chun nur ein Platzhalter für, wir bespaßen ihr Kind für eine Stunde. Das ist, was wir eigentlich meinen. Und die meisten Ausbilder wissen das, die Wing Chun anbieten für Kinder, die wissen das, dass sie eigentlich nur ein Platzhalter sind, dass die Eltern eine Stunde Kaffee trinken gehen können. Das ist einfach mittlerweile so. Denn Wing Chun erfordert echte Disziplin. Aber nicht geschulte Disziplin, sondern echte Disziplin. Das heißt, die Eltern bräuchten die Disziplin, ihr Kind zum Privatunterricht zu bringen, sagen wir mal 2 Stunden im Monat Privatunterricht beim Lehrer, 2-mal die Woche mindestens Training, kein Ausfall, ansonsten geht es nicht voran.
Mhm. Und in der ganzen Zeit, was ich vorhin nicht gesagt hatte, war es der Fall, dass ich könnte in etwa sagen, in 20 Jahren habe ich 10 Kindern, hätte ich abgenommen, dass sie es zu was bringen könnten. Wirklich hochtalentiert, auch wirklich Kinder, 8, 9, 10 Jahre alt, wirklich talentiert. Da waren aber wieder nicht die Eltern dahinter. Das heißt, es ist aus keinem dieser Kinder tatsächlich was geworden. Sie hatten dann irgendwann mal Winkchen, hören dann auf. Wo ist jetzt das positive Weitertragen der Kunst? Es ist nicht, oder es hat nicht stattgefunden, und damit muss ich sagen, es bringt nichts. Also an alle Eltern, lassen Sie das einfach sein. Wing Chun ist nicht das, was Ihr Kind lernen muss. Vielleicht lernen kann, nachdem es mit spielerischen Sportarten angefangen hat, Judo und Karate, mit der Information dann, was man damit machen kann, dann zur funktionellen Kunst Wing Chun. Und dann der Respekt des Wing Chun auch gleich implantiert, indem man sieht, Mensch, das macht ja wirklich einen Unterschied. Aber diese Wahrnehmung, die kann nicht stattfinden im Alter von 8, 9 oder 10 Jahren. Ich habe immer den Eindruck gehabt beim Kinderunterricht, dass die Eltern wollen, dass man Teile der Erziehungsaufgaben, die eigentlich schon Rüstzeug des Kindes gewesen sein hätten müssen. Aber war alles drin. Und dass die Eltern gedacht haben, dass sie das abgenommen bekommen von uns. Das heißt, es ist die koordinative Grundfähigkeit, ja, dass ein Kind rechts und links vielleicht nicht unterscheiden kann. Das war, wo wir Kinder waren, war das auch schon so. Genau, ja. Das will ich jetzt gar nicht so werten, aber das körperliche Rüstzeug hat oft gefehlt, dass die Psyche, ja, also die Fähigkeit auch mal zuzuhören und anstandslos umzusetzen, was man als Lehrer vorgibt. Das sind Dinge, die Eltern von uns erwartet haben, dass wir das den Kindern beibringen. Ja, wie soll das gehen? Einmal die Woche sehe ich ein Kind dann anderthalb Stunden, und eine Stunde oder zweimal die Woche eine Stunde. Das kriege ich als normaler Lehrer ja in der Grundschule oder im Kindergarten noch nicht mal hin. Wobei es da ja tatsächlich einen Miterziehungseffekt hat. Also wenn man jetzt ein Kind 6 Stunden am Tag sieht oder 4 Stunden am Tag sieht, kann man den Erziehungseffekt mit erfüllen. Mhm. Aber bei, was ja meistens angeboten wird, bei einer Stunde in der Woche, also 4 Stunden im Monat, entsteht eigentlich nichts. Das ist einfach nur Geld verbrannt. Das ist schade. Das Geld kann man sich sparen Ich denke, für viel weniger Geld kann man viel tollere Sachen machen. Es ist, Wing Chun ist zu Recht natürlich immer etwas teurer als andere Kampfsportarten, weil Wing Chun wirklich ganz weitreichend ist. Wenn man es aber nicht nutzt zum Ende, ist es verbrannt und hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Kind kann das ja gar nicht erfassen, was da alles ist. Da tun sich ja viele Erwachsene schon schwer. Na klar, und da ist ein eingetragener Verein, irgendein e.V., Judo oder sowas, natürlich erstens mal kostenmäßig günstiger als eine Privatschule. Wing Chun ist immer eine Privatschule. Oder eine Privatschule. Und die haben ganz toll geschulte Trainer. Da gibt es ja speziell für Kinder, gibt es ja Judo, da machen die nur Randori, und da gibt es ganz tolle Sachen, ganz tolle Angebote. Und ich finde, das hat das Wing Chun als Kampfkunst nicht verdient, dass man es quasi so irgendwie... Ja, das Problem ist natürlich, was du meinst, es hat es nicht verdient, dass man es so spielerisch praktisch... Ja, das ist heißt, so... Es wird ja dreiviertel Stunde gespielt, da wird ein bisschen eine Form gemacht, die natürlich auch sehr schwer ist. Und bei einer Viertelstunde Form pro Woche wissen wir beide, dass das nichts wird. Das wird nichts, ja. Darum ja auch dieser Privatunterricht, der ab und zu für jeden Schüler, der irgendwas gut werden will, nach der Grundstufe, sage ich mal, vonnöten ist. Während der Grundstufe natürlich kann man darüber streiten. Ich würde es mit meinem Kind wahrscheinlich tun. Also wenn ich mein Kind jetzt beim Wing Chun irgendwo angemeldet hätte, würde ich ihm 1-2 Stunden Privatunterricht gönnen, weil ich mich belesen hätte über Wing Chun, wüsste, was Wing Chun ist, hätte den Großmeister gefragt mal. Und dann mal die Frage, falls das ein Elternteil sieht, welches schon mal ein Kind im Wing Chun hatte, wer hat mit mir schon mal ein Telefongespräch gehabt? Hätte man sich vieles... Ja, meistens natürlich Telefongespräch irgendwo bei der Abmeldung.
da habe ich mal tatsächlich mit ein paar Leuten geredet, die haben gesagt, wir melden das Kind ab, weil es will Geige spielen oder sowas. Also da war doch das Telefongespräch. Ja, weil die Erwartungshaltung und das, was tatsächlich geboten wurde, ist ja auch dann, da ist ja ein Zwiespalt oft. Die Eltern melden ihr Kind an in einer Windschirmschule und dann möchte ich nachher noch mal speziell drauf eingehen und haben aber Selbstverteidigung im Kopf. Das heißt, sie haben sich überhaupt nicht informiert, was Windschirm speziell jetzt genau ist. Ja, gar nicht. Ja. Ich würde sogar das unterschreiben, dass vielleicht zwei Elternteile in 10 Jahren sich wirklich mal darum gekümmert hatten oder mich mal tatsächlich mal nach dem Training, also nicht angerufen, aber mal gefragt hatten, wo kann man da mal was lesen? Ja. Oder gibt es da irgendwas? Und ich habe dann auf meinen Artikel hingewiesen oder habe mal ein kurzes Gespräch geführt, ein informatives mit einem Elternteil. Also und das sind aber Eltern, die sagen, das sind die gleichen, das ist der gleiche Typus Eltern, die ihr Kinder wahrscheinlich auch zum Violinunterricht schicken würden oder zum Klavierunterricht und würden auch Privatunterricht für Klavierlehrer bezahlen. Also es gibt ja engagierte Eltern, die das auch nutzen würden. Dann wäre auch was aus den Kindern am Ende. Dann wird auch was, ja. Das Kind kann von allein nicht entscheiden. Das heißt, das ist ein Elternteil leider. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und das Problem ist natürlich, wenn ich dem Kind die Entscheidung überlasse, dann ist das Kind eigentlich erledigt. Ja, dann hat das Kind verloren, das hat eigentlich keine Chance. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, mit der Psyche, die ja beim Kind sich entwickeln muss. Das Kind kann natürlich jetzt nicht irgendwelche Willensstärken, dass man mal sagt, okay, ich finde heute im Unterricht etwas langatmig. Aber das ist auch vorgekommen oft, ne, dass die Eltern dann mich angesprochen hatten, das Kind, das Kind ist nicht interessant. Das heißt, sie haben gar nicht sich interessiert, was ich möchte, sondern was das Kind möchte. Das heißt, ich muss es dem Kind recht machen. Was kommt dann am Ende raus? Beim Mädchen ist es immer so, jetzt mal ganz abgesehen von Jugendlich, Kind oder Erwachsenen, wir bieten ein Training und das Training läuft so ab, wie es der Meister oder der Zehigen, je nachdem der Trainingsleitende, geplant hat. Weil der weiß ja das Ziel. Das hatten wir schon mal als Thema. Und der Schüler kann ich sagen, ich hätte lieber das oder könnten wir heute dies machen. Das geht der Schüler. Das geht ja sogar noch weiter, dass du als Großmeister ja quasi eine Richtlinie, die von oben runter geht, aufgebaut hast. Das fängt an bei Prüfungsprogrammen, das geht über Unterrichtsprogramme, das Ganze ist ja aufgebaut und je nach Stufe weiß dann der Meister, der Technikergrad, der da als Instructor eingesetzt wird oder der hohe Schülergrad, der als Ausbilder eingesetzt wird, der weiß, was an welcher Stelle des Unterrichts oder des Unterrichtsjahres zu kommen hat. Und da hat man sich Gedanken drüber gemacht. Und natürlich gibt es auch Trainingsinhalte, die sind langatmig. Das. Langatmig ist halt vielleicht das falsche Wort. Die sind halt schwierig und man muss sich sehr, sehr stark konzentrieren. Das heißt, man darf nicht müde sein, wenn man ins Training geht. Man muss sich wirklich fit halten. Man kann davor nicht erstmal einen 5000 Meter Lauf machen. Für Windschirmtraining brauchst du völlig geistige und körperliche Fitness. Und wenn es nicht der Hochleistungssport ist, dieses Hochkonzentrationssport, und man unterschätzt koordinatives Training sehr. Und dieses Unterschätzen von koordinativen Training und Koordinationstraining heißt Wiederholen einer gleichen Sache unzählige Male. Das ist das, was dann als langatmig oder das Kind sagt dann, oder der Erwachsene auch, ist mir langweilig geworden und irgendwie kommt mir es vor, als wenn wir immer das Gleiche machen. Aber ist ja zum Beispiel das, was Erwachsene schätzen. Also ich habe viele Erwachsene, die im Berufsleben super eingespannt sind und die kommen ins Training und teilweise direkt von der Arbeit und dann sind die nach 5 Minuten, die brauchen so ein bisschen Eingewöhnungszeit und nach 5 Minuten sind die fokussiert auf das Geschehen, weil ich sage immer, ihr müsst euch fokussieren, weil im Erlernen einer Kampfkunst hat man weitestgehend was mit Fauststößen zu tun und wenn man bei der Abwehr unkonzentriert ist, dann kann das schnell mal ins Auge gehen. Ja, das ist schön gesagt. Also für Eltern mal so ein Tipp wäre zum Beispiel von mir, das Kind zu einem Training bringen auf jeden Fall, bei dem es ein Koordinationstraining hat, aber am besten ohne den Selbstverteidigungshintergrund. Das wäre mein Tipp. Das wäre zum Beispiel Karate, Taekwondo,
vielleicht unter anderem auch noch, oder Judo. Das ist einfach was Koordinatives, eine klare Disziplin, jeder steht in der Reihe, vorne werden Kommandos gegeben, Kind wiederholt, fühlt sich cool auch, weil es cool aussieht, man macht irgendwelche Klicks. Also man, ganz abgesehen von Funktionalität, man macht es. Und auch mal gegen den Widerstand des Kindes, das Kind in den Abendunterricht bringen. Ja. Wenn ich mir überlege, du hast mal beschrieben von deinem Vater, mein Vater war jetzt nicht in der Kampfkunst involviert, aber der hat mich bei anderen Dingen ins Tun gebracht. Ja. Man hat als Kind natürlich auch seinen eigenen Kopf, das entwickelt sich alles und das ist ja richtig so. Aber wenn man eine Fähigkeit erlangen will, und die Eltern möchten, dass das Kind eine Fähigkeit hat, dann muss man halt auch mal zum Fußballunterricht das Kind hinfahren und sagen, heute gehst du ins Training, weil das ist wichtig für das große Ganze. Ein Kind kann das ja noch nicht erfassen. Als ich, bei mir war es auch so, dass ich nicht als Kind immer ins Training wollte und musste dann natürlich gehen und war in dem Moment natürlich sauer auf meinen Vater damals. Dadurch, dass er mich aber zum Training gebracht hat und mich, sagen wir es mal, gezwungen hat, beim Training teilzunehmen, wurde ich beim Training sehr gut. Und hatte dann während des Trainings, weil ich gut war, Anerkennung im Training. Und wegen der Anerkennung ging ich dann irgendwann gerne hin. Das ist echt ein Witz, ein Kreislauf, der echt interessant ist, weil du etwas gut bist. Erst musst du dich natürlich überwinden, gezwungen werden, eventuell auch als Kind. Dann wirst du darin sehr gut, hast eine Anerkennung durch die anderen Schüler, durch die Lehrer. Eltern macht das unglaublich stolz, das Kind will seine Eltern stolz machen, das Kind hat Anerkennung und wächst damit. Und plötzlich wird es irgendwas gut, weil es was gemacht hat. Ist bei Erwachsenen nicht viel anders. Wir haben ja eine Schuluniform und wenn ich schwarze T-Shirts für den ersten Schülergrad vergeben könnte, würden die alle schwarze T-Shirts anhaben. Das ist halt nun mal so, zur Erklärung, ab dem neunten Schülergrad gibt es ein schwarzes T-Shirt, weil man dann eine gewisse Stufe abgeschlossen hat und das ist ein Symbol, dass der Mensch technisch was auf dem Kasten hat. Das ist eine Art von Anerkennung und jeder, der ein schwarzes T-Shirt anhat, der erfüllt es mit Stolz. Und jetzt gibt es natürlich viele, die wollen schon am Anfang ein schwarzes T-Shirt. Mit Anerkennung am Anfang. Aber der Weg ist nun mal, gut, das ist auch ein Thema, was man mal irgendwie aufgreifen kann. Dass in der heutigen Gesellschaft ja wir oft ein Problem damit haben mit dem Thema Anerkennung und so weiter. Aber interessant ist, dass natürlich viele, nicht alle, aber viele am liebsten schon mit Anerkennung beginnen würden. Okay, was natürlich die Folge von diesem ganzen Chaos ist, das wir gerade beschrieben haben, also angefangen von Alter, Verständnis, Trainingszeit, Definition, Bespaßung und Selbstverteidigung bis hin zu dem Punkt Anerkennung ist es ja so, dass die Lehrer sich ja mit der Zeit angepasst haben. Das heißt, wir sehen ja im Internet, und da muss ich jetzt, hört sich zwar hart an, aber über 90%, ich würde mal sagen, über 95% aller Dinge, die man sieht, was sich bewegt, was sich Gegner nennt, ist grob gesagt Schrott, völliger Nonsens. Also wenn ich das mit meinen Augen betrachte, muss ich sagen, das, was wir sehen hier und was ich jetzt erleiden muss teilweise, wenn ich das im Internet sehe, wenn ich YouTube zum Beispiel aufmache und sehe Wing Chun Moves, muss ich sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Entweder sind das die Kinder, die einmal im Monat im Training waren und sind selbst Lehrer geworden mit dem Wissen, was sie da haben oder irgendwas ist da ganz drin. Lässt die Ernsthaftigkeit vermissen, also das Ganze. Es ist traurig. Also, was wir sehen online, und das ist das Problem, dass keiner mehr weiß, an wen er sich richtet, wenn er irgendwas will. Und das fängt ja, was wir vorhin genannt haben, ist mit den Eltern an, die sich nicht darum kümmern, was das Kind macht. Jetzt kümmern sich ja Eltern dann auch nicht darum, was der Jugendliche macht. Oder der Jugendliche, der dann ein junger Erwachsener wird, kümmert sich um sich und nicht mehr, was er da macht. Das heißt, er sieht irgendwo eine Windschirmschule, traut sich den Windschirm dran, dann geht rein, ein netter Mensch. Vielleicht auch noch schön, vielleicht noch billig. Billiger als alle anderen, aber ist doch der billigste. Ja. Hinterfragt das Ganze mal. Das hatten wir schon mal als Thema, aber das ist immer die Folge des Ganzen. Das heißt, dadurch, dass man am Anfang nicht hinterfragt, das Elternteil nicht hinterfragt, das Kind nicht hinterfragt, der Jugendliche nicht hinterfragt, niemand mehr hinterfragt irgendwas und hält sich nicht mehr an Experten. Und damit ist natürlich der Kreislauf
des Irrsinns, nenne ich es mal, perfekt. Und wenn wir beide mit unserem Wissen online gehen und sehen YouTube-Videos, selbst von Menschen, die wir mal kannten, ja, die dann irgendwann mal, die noch mal 5 Jahre Kaffee getrunken haben, um anstatt zu trainieren oder irgendwas anderes, und getan haben in der Zeit, dann natürlich wieder denken, Mensch, ich könnte eigentlich, ich fühle mich jetzt berufen, so nach 5 Jahren habe ich halt keinen mehr getroffen, der es besser kann als ich. Jetzt bin ich ja plötzlich der Beste. Und dann macht man eine Schule auf. Man sieht das natürlich entsprechend aus. Und das ist, was momentan die Welt beflutet. Der Nonsens. Und es ist krass. Es muss wirklich mit meinen Worten sagen, es ist krass, was sich manche erlauben zu bieten. Und das ist nicht nur das Kindertraining. Also wenn einer Kindertraining anbietet, mit Kindern, sagen wir mal, sogar noch unter 10 Jahre teilweise oder unter 9, dann kann das nicht sein Ernst sein oder er hat irgendwo völlig einen Riss. Das kann nicht der Ernst sein, das Kind mit 6 in München zu trainieren oder mit 7. Ja, wobei wir da... Kann nur ein finanzieller Background oder ein finanzielles Interesse sein. Also, München ist einfach zu komplex, geht zu sehr in die Tiefe und erfordert eine ausgereifte Persönlichkeit und ein gewisses Maß an koordinativer Fähigkeit, das ein Kind einfach nicht haben kann. Darüber hinaus, und das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe, ist ja die Idee völlig krass, ein Kind in Selbstverteidigungsunterricht zu schicken. Lass uns mal das Thema Selbstverteidigung aufmachen. Und das Wing Chun ist natürlich, Wing Chun ist Selbstverteidigung, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn mich Eltern anrufen und mich fragen, ob sie ihr Kind in Selbstverteidigungsunterricht. Da frage ich immer, ja, was, gegen wen will sich das Kind denn verteidigen? Gegen andere Kinder? Gegen Erwachsene? Gegen wen will sich das Kind verteidigen? Ja, und da müssen wir mal kurz einklinken. Ne? Ein Kind gegen ein anderes Kind verteidigen ist nicht notwendig, weil das andere Kind meistens, also Kind, wir reden wieder vom Kind, da ist Selbstverteidigung in dem Sinne, was Wing Chun bietet, weil das ist keine nette Selbstverteidigung. Das ist wirklich krass. Gegen einen älteren Menschen, der auch einen Jugendlichen, kann sich ein Kind nicht verteidigen. Also Wing Chun, das geht ja, wie soll ein Kind sich gegen einen Erwachsenen verteidigen? Das ist ja auch immer die Hoffnung der Eltern, dass das Kind jetzt den Erwachsenen darum leben kann. Ich frage dann immer ganz scherzhaft, soll das Kind Sie verteidigen als Erwachsener? Dann sind die Leute erstmal vom Kopf gestoßen. Dann sage ich immer, nee, also das ist mein Ernst. Machen Sie doch Selbstverteidigung. Lernen Sie doch, Ihr Kind zu verteidigen. Ja, fast. Ist übrigens auch was, was mir immer aufgefallen ist, in den Jahren, die wir versucht haben, Kinder zu unterrichten. Also wir haben es ja versucht. Die Erwachsenen, wenn man sie überhaupt gesehen hat, sitzen dann dabei während eines Kinderseminars oder eines Lehrgangs, wo Kinder dann auch geprüft werden und schauen zu. Und ich habe immer den Eindruck, dass so diese Väter und Mütter dann denken, naja, ich habe das ja nicht nötig, weil ich bin ja der Erwachsene, ich muss mich ja nicht mehr verteidigen lernen. Aber ja, gerade die haben es nötig. Wenn ich sehe, was in Deutschland an Erwachsenen rumläuft und ich mir angucke und ich überlege, wollen sich verteidigen gegen irgendjemanden? Tut mir leid. Ja, bei dem Potenzial an Gewalt, was herrscht. Das kommt auch dazu. Wäre es fast vonnöten, sich als intelligenter Mensch mit einer intelligenten Verteidigungsmöglichkeit auseinanderzusetzen. Die war mir natürlich schon, muss ich schon sagen, für einen Erwachsenen das einzig Richtige. Außer man ist wirklich ein Kampfsportler, der sich so gern bewegt, dann ist man ein Kampfsportler nicht richtig. Wenn es um Selbstverteidigung geht und bei dem Potenzial, was wir momentan haben an Gewalt, ist Wing Chun natürlich hervorragend geeignet. Und das, um wieder zurückzukommen, das irritiert mich immer, wenn ich mir überlege, wie jetzt ein Kind sich gegen, und es gibt ja völlig verantwortungslose Kurse. Ich hab im Internet ein bisschen recherchiert. Es gibt ja Kurse, wo man allen Ernstes als Lernziel ausgibt, dass ein Kind sich gegen Erwachsenen verteidigen kann, wo dann quasi der Ausbilder die Kinder angreift und sich dann absichtlich fallen lässt. Oder ich habe einmal was gesehen, da hat einer mit dem Auto, ist mit dem Auto vorgefahren, hat Kinder angesprochen, hat versucht, die in sein Auto reinzuziehen.
Und die Kinder mussten sich dann dagegen verteidigen. Ich meine, das ist fahrlässig. Also, das muss jedem klar sein, wenn der Erwachsene ein Kind mitnehmen will, dann klemmt er es unter den Arm und dreht es weg. Es muss einfach jedem klar sein, da kann das Kind einen Schwarzgurt haben oder die Technik gerade im Bildschirm. Nutzt einfach nichts, wenn der Gegenüber größer und stärker ist oder ein ausgewachsener Mensch gegen einen nicht ausgewachsenen Menschen. Das nennen wir es einfach mal so. Beim Jugendlichen, da traue ich tatsächlich einem Jugendlichen, der seine Kraft entwickelt hat so zum Ende der Adoleszenz, traue ich dem Jugendlichen zu, dass er sich heftig verteidigen kann, vielleicht sogar sehr, sehr gut und wesentlich besser ist als viele Erwachsene. Bei einem Jugendlichen ist die einzige Hoffnung, die ein Erwachsener haben kann, dass durch das schnelle Wachsen er koordinativ vielleicht noch ein bisschen umgeschult ist. Ja, hier und da. Aber die machen auch, Jugendliche machen ja viel. Also die machen Skateboard fahren, Fußballspiel, Handball, Basketball. Da ist ja, das sind ja die Sportarten, die gebraucht werden, um diese Koordination einzutrainieren. Definitiv. Und die Jugendlichen sind teilweise wirklich gut. Ob das jetzt irgendwie so ein Breakdance oder Skating oder sonst irgendwas ist, mit der ganzen Akrobatik, auch im Bereich Wintersport, sieht man die Jugendlichen, die wirklich hervorragend. Wir haben ja einige Jugendliche gehabt, die mittlerweile auch immer die bis ins Erwachsenenalter schon machen. Und ich habe selber. Also von Bereich Jugendlich bis Erwachsen hatte ich einige, die es durchgezogen hatten, auch bis zum Technikergrad oder auch weiter oder knapp davor, also schon beachtliche Grade erreicht haben vom jugendlichen Alter an. Aber vom Kindesalter ist eher so, dass dann eine negative Prägung kommt, weil das Spielen geht ja irgendwann nicht mehr weiter, wenn man in irgendeine Stufe rein will. Und dann natürlich versteht das Kind nicht mehr. Jetzt habe ich durch Spielen und irgendwelche narrenhaften Bewegungen eine Urkunde bekommen und jetzt bekomme ich plötzlich die nächste erst, wenn ich es absolut richtig mache. Das heißt, man fängt dann plötzlich ganz von vorne an. Und so war es dann bei uns so, dass die Urkunden verteilt wurden. Da stand irgendwo dritter, vierter Schüler gerade drauf und das Kind konnte gar nichts. Ja? Nicht nur nichts, sondern weniger als nichts. Das war eher das negativ. Jetzt steht man als Prüfer da, hat diese großen Kinderaugen, die einen angucken und das Kind will einen dritten Schüler gerade machen und man hat im Kopf, oje, ja, jetzt die Frage, was, ne? Wir haben es eingestellt, wir haben aufgehört. Richtig so, ja. Nochmal, um auf den vorhergehenden Aspekt nochmal, Kinderverteidigung gegen wen? Gegen andere Kinder? Ja, ist es wirklich sinnvoll, dass man diese krasse Form von Selbstverteidigung, wir reden über Windschatten, das ist kein Spiel. Das ist es definiert, ne? Bei Windschatten geht es also darum, den Gegenüber zu vernichten, das heißt, mit allen Mitteln, dass der Gegenüber nicht mehr kämpfen kann. Dass er keine Gefahr mehr darstellt. Ja, und das ist heftig. Wo hat das Kind denn jetzt eine Gefahr, wenn es auf dem Schulhof sich prügelt? Wo ist jetzt da die Gefahr? Ist nicht vielleicht sogar die Prügelei, ich bin kein Fan davon, ich will es nur erklären, auf dem Schulhof irgendwie auch eine Art von Einordnung, ja? Dass man auch mal, vielleicht wenn man auch was verliert, wenn man mal einsteckt, dass es eine Art von Charakterschulung ist, dass man lernt mit Fehlschlägen umzugehen. Oder man gewinnt und fühlt sich dann irgendwie groß oder was weiß ich was. Also es ist doch alles irgendwo eine Formung des Charakters. Und ich würde sagen, lass die Kinder doch Kinder sein und sich miteinander verbrüdern, mal rumschubsen, wenn da eine ordnende Hand von einem Lehrer da ist oder irgendein beim Handball, wenn es da mal eine Auseinandersetzung gibt, dann ein Trainer da ist, der dann eingreift, dann ist es ja okay. Oder mit kampfsportlichen Mitteln, die wirklich nicht verletzend sind. Das ist ja völlig okay. Also wenn man ein bisschen rumrauft, man sich wirft oder hebelt oder was weiß ich, was alles und weiß, wo die Grenze ist, ist ja alles okay. Das nächste ist, dass ich, wenn wir jetzt das Thema nochmal aufgreifen, dass der ein Kind lernt ja durch Vorbildfunktion, also gerade im frühen Alter, durch die Eltern. Wenn ich jetzt in einer Gesellschaft, in der wir momentan leben, wo seit 20, 25, 30 Jahren das Thema Gewalt völlig ausgeklammert wird und es wird im täglichen Leben
immer wieder darauf hingewiesen, dass man doch keine Gewalt anwenden soll. Und keine Gewalt, und Gewalt ist schädlich. Und dann wollen sie allen Ernstes ein Kind in einen Unterricht schicken, wo es eigentlich primär um Gewalt geht. Weil bei Selbstverteidigung geht es um Gewalt. Und diese Diskrepanz ist mir immer schleierhaft. Wenn ich es erkläre, dann verstehen mich die Leute. Ich habe, wie gesagt, mit vielen Eltern auch schon gesprochen. Das ist verständlich, das kann man nachvollziehen. Das ist natürlich schwer zu definieren. Es geht darum, dass man wissen muss, was Selbstverteidigung bedeutet. Und Selbstverteidigung ist ja der absolute Notfall, bei dem man jetzt gesund oder lebend herauskommen will. Ja, man will da aus einer Situation gesund herauskommen. Um gesund herauszubekommen, muss man jetzt alles einsetzen, was man hat, um diese Sache zu überstehen. Und da geht es um Selbstverteidigung. Das heißt wirklich Notwehrrecht, der absolute letzte Moment, bei dem man wirklich nicht mehr davon kommt, man kann nicht mehr weglaufen, man kann nicht mehr reden. Das ist der Moment, bei dem man sich wirklich um unsere Gesundheit und unser Leben kümmern muss. Und das ist, wenn zwei Kinder aufeinandertreffen, die unterschiedliche Meinungen haben, also einen Konflikt ausleben, da hat man das nicht. Das kann nicht sein. Ja. Und wenn Kinder auf einen Erwachsenen treffen, der jetzt ein Problem mit Kindern hat und wirklich das Kind jetzt Notwehrrecht in Anspruch nehmen müssen, es gibt keine Chance. Es geht technisch und es geht krafttechnisch und es geht ganz wenig nicht wehren gegen einen Erwachsenen. Der Einzige, der jetzt wahrscheinlich so Gewalt ausüben könnte, dass es dem Kind schädigend wäre jetzt der Erwachsene, gegen das geht es nicht. Gutes Thema auf jeden Fall. Ne? Ja, Kinder. Wir haben das Thema Gewalt, dann müssen wir nochmal. Aber das Thema Selbstverteidigung haben wir bei dem letzten Gespräch, bei Teil 5, haben wir das schon definiert. Ja. Deswegen, wer sich jetzt dann mit ein bisschen näher auseinandersetzen will mit dem Thema Selbstverteidigung, das war bei Teil 5. Ich würde sagen, wir schließen das Thema mal im Kinderunterricht ab. Und immer das Bewusstsein für jedes Elternteil. Wir sind auch erreichbar, mal per E-Mail oder auch immer mal bereit für ein Telefonat. Wir melden uns zurück und wir sind Fachleute. Ja? Also, dass wir uns ganz klar verstehen. Wir sind schon Meister und Großmeister. Wir müssen noch nicht mehr hin. Wir müssen nicht mehr jemanden fragen, wie es geht. Wir sind die informieren, wie es geht. Und wenn man sich wirklich informieren möchte, schlage ich vor, wir sind erreichbar über E-Mail und connecten uns auch immer, wenn irgendwie Fragen zu beantworten sind und stehen natürlich auch mal gerne einer Frage mit einer schönen Antwort zur Verfügung. Gut, nochmal ganz kurz als Resümee. Wing Chun-Unterricht für Kinder ist unseriös. Das ist meine feste Meinung und Überzeugung. So kann man es ausdrücken. Dankeschön. Okay, danke. Ciao.